In diesem Video brennt Licht in Zottel, sitzt der Feind hinter mir, versteckt sich einer, ist die Ernte eingefahren, bin ich zu klein, wird es kuschelig weich und sehe ich Hutzen. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. 21 Uhr, Freitag, wir können los und... Das ist ja schräg. Steht schon meine Transportbox, werden die runtergetragen. Mysteriöse Dinge, die hier passieren, aber räumen wir es mal ein. Ja, dann gehen wir mal einräumen. Wieso brennt denn in Zottel Licht? Jungs, nicht schon wieder, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst? Diesmal sogar schon mit Messer in der Hand. Gut, zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, sie warten seit 18 Uhr. Seitdem bin ich zu Hause, aber es war so heiß heute mit 38 Grad in Zürich, dass ich einfach später abfahre, denn wir fahren heute nicht in die Berge, sondern eher ins Flachland und da ist richtig heiß. Aber wenn wir jetzt hier schon mit Messer und Paketen sitzen, dann packen wir mal noch aus. Keine Sorge, nicht alle drei. Erstmal eins. Vor dem Vergnügen, aber erstmal die Arbeit. Die bleibt natürlich an mir hängen. Muss erstmal wieder alles einräumen. Ja, nichts mit sofort Karton auspacken. Wir fahren erstmal ein paar Meter. Ich habe mich durchgesetzt gegen die zwei Pappnasen. Wir gucken mal noch, dass wir 200 Höhenmeter gewinnen. Ist ein bisschen kühler. Und dann machen wir das irgendwo. Ein paar Kilometer gefahren, nur noch 21 Grad. Und jetzt fahren wir hier mal kurz ab. Wir sind hinter Rotenturm und fahren einen Weg, den wir noch nie gefahren sind. Da geht es auch nicht weiter. Da kommt ein Militärübungsgelände. Aber ich glaube, man kann sich da noch irgendwo hinstellen, den Kasten ein bisschen auskühlen lassen, nochmal alle Fenster auf, dass frische Luft reinkommt, Päckchen auspacken und dann wird weitergefahren. Und wir fahren nach Deutschland. Wir sind nämlich morgen da, wo es Kastenwagen gibt. An dem Ort hier habe ich das erste Mal meine Drohne fliegen lassen. War ein Desaster. Oder hier, das bietet sich doch an. Super, genau Zottels Länge. Oh, gehen wir mal auspacken. Alle parat. Kann losgehen. Co-Pilot und Friedrich natürlich nach dem letzten Päckchen, was sie gekriegt haben, was ja mehr für sie war als für mich, sind jetzt natürlich ganz scharf drauf und denken, ist auch wieder für sie. Mal gucken. Das Paket kommt von Beate aus Bad Reichenhall. Gut verpackt. Papier. Also, machen wir das Ding mal auf. Aha, für Kai steht da drin, Jungs. Seht ihr das? Ich mag mit. Das sind überall kleine Berli angeklebt. So, erstmal Brief für Kai, ganz deutlich geschrieben. Lieber Kai, wie versprochen, das Päckchen für dich. Allzeit gute Fahrt, bleib gesund, bis hoffentlich bald. Beate und Familie. Gucken wir mal, was da rauskommt. Oh, ein schickes Tuch für den Co-Pilot. Kann er seinen Kopf reinstecken. Das ist ja geil. Ein Schlabberlatz für Friedrich. Das kann er durchaus mal brauchen, so wie der manchmal krümelt. Schick mit Krawatte, meine Herren. So, und dann geht's los. Goldbären. Die sind dann wohl für euch, wa? Ihr Kannibalen. Ach Gott. Eierlikör und Eierlikörpralinen. Ist das eine Anspielung an das Pfalz-Video? Die sind dann wohl eher für mich. Oh, Lindt-Noisette. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist eine sehr feine Sache. Magnetische Fotorahmen. Sowas gibt's? Da finden wir bestimmt das ein oder andere Bild. Nussfruchtmix. Falls die Ausgleichsmasse mal wieder aus ist, gibt's ein anderes Frühstück. Oder auf einer Wanderung ein Powerriegel. Oh, das ist aber schön. Nee, erst was anderes. Zebra-Rolle. Hallo lieber Kai, liebe Grüße Beate. Ja, Küchenrolle geht immer. Aber sehr praktisch ist ja das hier. Kleines Kästchen, kleine Box.
Sowas habe ich mir immer mal noch schon überlegt, mir zuzulegen. Als könnt Beate Gedanken lesen. Super cool. Was haben wir noch? Die hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Peanut Butter M&M's. Oh, wie geil ist das denn? Oh, geil. Die sind meine Jungs. Finger weg, ich stelle die gleich mal hier rechts hin. Und Barbecue Pfeffersoße. Wenn wir mal wieder grillen, Jungs, und ihr ein Schwein auf den Grill legt oder ein Bär oder ein Steak, sieht dann so aus. Dann haben wir die passende Soße. Gleich haben wir sie hier im Zottel verteilt. Lecker! Ich hoffe, die können wir bald mal testen. Dies Wochenende wohl nicht, denn dies Wochenende ernähren wir uns von extern, mehr oder weniger. Coole Sache, Beate, freut mich sehr. Lauter sinnvolle Dinge, leckere Dinge. Und ich glaube, das ein oder andere seht ihr dann bestimmt immer mal wieder im Video. Vor allem das Ding. Oder auch das. Aber das seht ihr wahrscheinlich nicht häufig. Die sind wahrscheinlich ziemlich schnell Geschichte. Vielen Dank, Beate. Sehr cool. So, und jetzt esst ihr Gummibärchen und ich M&M's. Läuft. Ui, jetzt hätte ich doch fast den Karton weggeworfen, ohne hier die Bären zu befreien, die da eingeklebt sind. Kleine, nicht essbare Gummibärli. 3 Stück für jeden einen. Jo, dann können wir weiterfahren, oder Jungs? Nicht? Ihr wollt noch ein zweites Paket auspacken? Echt jetzt? Was meint ihr? Zweites Paket oder fahren? Zweites Paket. Also gut, zweites Paket. Zweites Paket, wie gewünscht, das kommt von Daniela aus Schauenstein. Frei nach dem Motto, ein Leben ohne Van ist möglich, aber sinnlos. Kann man so sagen. Wir zücken das Messer und öffnen. Vorsicht, Glas steht drauf. Dann ist das wahrscheinlich nichts für die Kollegen der Fellfraktion. So, Paket Nummer 2. Mal schnell das Messer wieder weglegen, bevor wir uns verletzen. Brief. Hallo Kai und Team. Oh, okay, auch an euch. Wie versprochen, eine kleine Verpflegung für unterwegs aus Franken. Ah, wir haben hier in Oberfranken nicht nur gutes Bier, sondern auch eine schöne Gegend. Vielleicht trifft man sich mal hier. Oder? Viele Grüße in die Schweiz, Dani und Marco. Lieben Dank für den Brief. Machen wir mal gleich weiter. Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial. Das ist heute der Tag der Zebra-Rollen, oder? Das ist ja geil. Schon die zweite. Oh Mann. Knaller. Noch mehr Verpackungsmaterial. Oh, und jetzt kommt das Leckere. Achtung. Bayreuther Hell. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ist das alles das gleiche Bier? Wisst ihr das? Ja. Viermal. Und? Sind die dann für euch oder sind das auch meine? Friedrich hebt schon den Finger hier hinterm Karton. Ich glaube, er will. Cool. Und noch mehr Verpackungsmaterial. Sehr geil. Dani und Marco, freut mich sehr. Ich bin echt gespannt, wie das Bier schmeckt an einem heißen Tag, schön gekühlt. Danke auch für das Füllmaterial, denn mein Bedarf an dem Zeug ist immer sehr hoch auf jedem Trip. Jetzt bin ich erstmal wieder für 2 Trips ausgerüstet. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und jetzt haben wir noch ein Paket. Nein, wir fahren weiter. Vielleicht machen wir noch einen Gang rein. Hä? Also, wir fahren mal ab. Es ist 23 Uhr bei 21 Grad. Hier pennen wäre richtig schön angenehm. Wir fahren jetzt aber dahin, wo es wärmer ist, da es dunkel und Nacht ist und ihr eh nicht viel seht, ja, spare ich euch die Stunde Fahrerei und meld mich, wenn wir angekommen sind. Wir sind angekommen. Nächtlicher Parkplatz über Schotter. An irgendeinem kleinen Tümpel mit Parkplatz.
Ja, pennen wir jetzt mal ein paar Stündchen. Schönen guten Morgen hier von Zottels Autodach. Super geschlafen, nicht wirklich warm gewesen heute Nacht, hat das Dachfenster auf. Und somit kam kühle, frische Luft rein und gut gepennt. Sehr schön. Ja, wo stehen wir jetzt hier eigentlich? Wir sind irgendwo in der Ecke von Jestetten, sind aber wieder in die Schweiz gefahren, ein paar Meter, und haben hier echt einen coolen Spot gefunden. So zwischen den Feldern, hat zwar keinen Schatten, aber ist noch nicht übermäßig warm. Hinter uns eine Landstraße, die aber wenig befahren ist. Wunderbar ruhig und cool. Das Ganze ist einfach ein kleiner Schotterparkplatz, im Prinzip im Nirgendwo. Um uns rum abgeerntete Felder und Mülleimer. Und hier am Waldrand geht die Straße entlang, aber kaum Verkehr. Ja, so kann Samstagmorgen schon mal starten. Allerdings sind das jetzt auch wohl die schönsten Zeiten dieses Tages. Zumindest was die Temperatur angeht. Heute wird es nochmal richtig heiß. Vom Dach direkt zum Fahrersitz. Ich bin gerade Zottel am Drehen im vollen Betriebsmodus. Hinter uns kocht das Wasser. Und ich drehe uns, dass wir mehr Schatten haben. Sonst knallt hier schon in die Schiebetür die Sonne rein. Und das willst du nicht haben. Und jetzt drehe ich uns. Da ist das gleich viel angenehmer. Während ich hier gerade mein Frühstück präpariere und festgestellt habe, mein Honig hat gesifft und hier oben mein oberes Fach leicht versaut, habe ich gedacht, hey, könnt ihr mal aufräumen. Und hab ja gestern eine Box gekriegt. Achtung! Die habe ich jetzt mal gefüllt mit all dem Kleinzeug, Pfeffer, Salzstreuer, sonstiges Gewürz, weil ich ja kein Gewürzregal habe. Und so kann ich das dann praktisch rein und rausnehmen und muss nicht oben im Fach rumkramen. Und im Hintergrund seht ihr den Übeltäter, der hat gesifft. Und so sieht es jetzt oben in meinem Fach aus. Sehr geschickt und praktisch. Deutlich besser als vorher. Ja, dann lasse ich es mir hier mal schmecken. Essen steht bereit. Auf meinem Vanlet. Kaffee auch. Guten. Wunderschön ruhig und im Schatten noch. Genau richtig. Wärmer müsste es heute nicht werden. Aber auf mich hört das Wetter ja eigentlich nie. Frühstück fertig, alles verräumt, wir fahren mal ab. Und der nächste Halt, wir sind ganz in der Nähe von Jestetten. Zufällig fahren wir bei meinem Händler vorbei. Der feiert heute den 1. August mit seinen Kunden. Da können wir natürlich nicht fehlen, oder? Und falls ihr euch fragt, was wir am 1. August feiern, in der Schweiz, Nationalfeiertag, Gründung, Grundsteinlegung der Schweiz oder irgendwie so. Gibt es auch abends immer Feuerwerk. Deswegen verlassen wir die Schweiz. Kriegt der Co-Pilot immer Angst. Da wären wir. Kastenwagen, wo man hinschaut. Gar nicht so leicht, noch irgendwo einen Platz zu finden. Aber wir verstecken Zottel mal irgendwo. Wird sich schon ein Eckli finden. Und ich glaube, wir können festhalten, hier ist genauso warm. Aber es geht leichter Wind. Ist angenehmer. Aber mal noch an den stellvertretenden Maskenbeauftragten eine Frage. Friedrich, brauche ich jetzt hier eine Maske oder nicht? Na, ehrlich gesagt, etwas überfragt, aber ich nehme mal eine mit. Hab zum Glück immer was in Zottel rumliegen. Praktisch auch, wenn die Maske im gekühlten Handschuhfach liegt. Oh, frisch, angenehm. Hallo, grüß dich. Ja, wer zufällig hier noch auf der Suche nach einem Van ist, sei es irgendwas Großes wie ein Pössl Roadster 640 DK oder ein Campingbus. Die Ausstellung ist gut gefüllt. Man kann sich hier sehr viel in Ruhe angucken, auch überdacht, wie ihr seht. So steht hier zum Beispiel ein kleiner Riese, der Globecar Camp Scout XL. Gemacht für große Menschen, sehr viel Kopffreiheit, weil es das H3-Dach ist. Riesenraumbad und nach hinten hin riesenlange Betten. Das ist also auf jeden Fall ein Auto für Menschen der Fraktion 1,90 plus. Ich bin 1,80. Leg mich mal hier hin, Füße an die Wand. Ja, und jetzt seht ihr, wie viel Abstand ich noch bis zur Tür habe. Das sind, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter. Also, wer groß ist, den hier kann man sich mal angucken. Oder, wenn es ein bisschen kleiner und kürzer sein darf,
nicht 6,40, sondern vielleicht 5,40, dann steht hier der Roadcamp. Allerdings noch das 2020 Modell. Soweit ich weiß, haben die 2021 Modelle neuen Küchenblock, sind hier flach. Hat hinten Querbett, Festbad und eine Dinette für Alleinreisende oder Personen, die einfach nicht so viel Platz brauchen. Natürlich auch deutlich geeigneter für den Alltag, sprich, wenn man dann nur noch ein Auto hat, kann man damit auch gut auf einen Aldi oder Lidl Parkplatz fahren. Ja, und für die eher Extrovertierten, die gerne mal auffallen, wenn sie irgendwo hinfahren, der Wild Camp. Könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man damit durch den Wald fährt oder auf den Stellplatz, der ein oder andere neugierige Blick kommt und auch die ein oder andere Frage. Von außen Retro-Style, von innen allerdings normaler Pössl Road Camp R. Auch hier noch ein 2020er Modell mit Raumbad und Querbetten hinten. Ja, wer sich sagt, Kastenwagen, nee, ist mir zu groß, komme ich nicht in die Tiefgarage. Dann gibt's auch dafür Alternativen. Der Vanstar zum Beispiel. Der bietet hinten Raum, Ladekapazität und oben wird gepennt. Der Vanstar eher so im unteren Preissegment, sehr simpel ausgestattet. Es gibt dann auch noch den Campster, der ein bisschen mehr mitbringt. Zum einen natürlich das Hochdach, aber zum anderen auch Einbauten in Form von der Küchenzeile und Stauraum. Und selbst eine kleine Kühlbox ist mit am Start. Geschlafen wird entweder unten oder oben oder an beiden Orten. Und so wie der Campster hier steht, knapp 46.000 Euro. Ja, nach den ersten Filmaufnahmen erstmal eine Pause. Kaffee im Schatten. Der ist zum Glück gar nicht heiß. Ja, und wer sich so einen neuen Camper kauft, der will natürlich auch gut drin schlafen. Und da ist natürlich einmal die Länge oder die Breiten der Betten wichtig und zum anderen aber auch die Unterlage, also Lattenrost oder Alternativen und Matratze. Und hier haben wir einen Profi, der mal kurz sagt, worauf es ankommt. Ja, ich bin der Karl Armbruster von Medico Vita, wohnhaft in Zeuzach bei Winterthur. Bin hier auf dem Stellplatz beim Auto Melzer. Und präsentiere unser Bettsystem, unser Schlafsystem. Wir haben hier einmal unser Folie-System hier. Das sind die Unterfederungen mit 6 cm. Dann haben wir die mit 4 cm. Und oben haben wir passende Matratze. Hier einmal die härtere Seite für die athletischen Männer. Und hier die weichere Seite für die feineren Frauen. Und was ist da jetzt so der genaue Vorteil von, wenn man jetzt mal vergleicht Betten, Lattenrost und dieses Folie-System? Also die Lattenrost sind einfach insgesamt etwas fester, kompakter und das Folie-System ist individuell und passt sich besser an. Okay, also je nachdem wie man dann liegt, genau. Seite, Bauch oder Rücken, ist das flexibler und passt sich dann entsprechend der Körperform an. Eine aufgelöste Unterfederung. Und wie funktioniert das dann, wenn man jetzt mal überlegt, man baut sich das Folie-System ein, nutzt das aber mit der original harten Matratze, bringt das auch schon was? Oder muss man eher dann doch auf eine eigene Matratze auch noch gehen? Ja, das zweite ist besser. Nicht nur Matratzen und Folie-System, sondern auch Topper sind dabei. Und auch ein neuer Mitarbeiter ist hier an Bord. Der Romero ist das. Ganz ein Süßer. Noch ein Welpe, der wird noch richtig groß. Nach Matratzengespräch, Kaffee und Eis haben wir jetzt hier noch zwei Altbekannte. So mal zum Vergleich nebeneinander. Pössl Vario 545 und ein Ford Nugget. Ja, und kaum will ich hier anfangen, kommt hier schon wieder ein Eis vorbei. Sachen gibt's. Ja, und wenn ich ein Stück zurückgehe, dann steht hier sogar noch ein Vario 499. Der ist also mehr oder weniger genau gleich lang wie der Ford Nugget. Das hier also so die Hutzenfraktion. Der Vario 499 von Pössl steht hier für 52.500 Euro.